Oh, okay. Hä? Ah! Zeitungsartikel? Schriften über Visionen. Ich kann das Wort Vision darauf erkennen. Der Blick einer Priesterin ermöglicht es ihr, in die Herzen derjenigen zu sehen, die ins Wasser zurückkehren. Sie nehmen all ihre Schmerzen, Sünden und Geheimnisse in sich auf, um ihnen den Übergang zu erleichtern. Priesterinnen, deren Herzen voll sind, werden zu Stützen. Alle Geheimnisse, die die Priesterinnen in sich tragen, werden mit ihnen zusammen in den Reliquiaren eingeschlossen, damit diese auch niemals wieder einen Weg nach draußen finden. Ist schon ein bisschen eklig, weil das sind ja die Boxen, wo die, naja, die dann gewässert werden, sage ich mal so. Dass da halt nichts. Oh, lull. Du musst nicht so nah rankommen. Alles schick. Sobald die Priesterin getränkt ist mit dem Schmerz der Vision, kehrt sie ins Wasser zurück. Aber, ja, was? Ich kann doch jetzt bloß draufhalten, Mann. Also. Ich füge ihr doch nichts zu. Oder? Warte mal, lass mal hier weg, bevor die wieder anfängt zu tanzen. Ne, ich wollte gerade sagen, hol mir die Kamera raus, meine Freundin. Toll. Fuck. Nee, nee, hab ich nicht vor, keine Sorge. Aber du sei mal hier nicht so angriffslustig, mein Fräulein. Ich trau dem Ganzen noch nicht. Okay, jetzt trau ich dem Ganzen. Komm, der Abgang war ein bisschen lustig, oder? Ich bin jetzt hier einfach weitergelatscht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier richtig bin. Ich glaube eher nicht, ne? Ich glaube. Okay, ist nun. Ah, okay. Ja. Hä? Weiß ich nicht. Waren wir da schon dran? Okay, ich gehe mal wieder zurück. Wir hatten, glaube ich, noch eine Nebentür gehabt, die wir hätten nehmen können. Oder auch nicht. Okay, sie ist runtergegangen. Genau, und hier wollte ich noch rein. Ich wollte mich hier oben einfach bloß ein bisschen umgucken. Diese Tür ist jetzt offen? Nein. Ich gehe gleich runter, versprochen. Versprochen. Vision Teil 2. Die unsterbliche Blume. Die Auserwählten stützen, werden in Reliquiare gelegt, die dann mit schwarzem Wasser gefüllt werden. Die Priesterin liegt im schwarzen Wasser. Dies ist kein Tod, sondern ein ewiger Schlaf. Sie wird nicht altern, sie bleibt auf ewig jung und eine unsterbliche Blume. Der Schlaf im schwarzen Wasser wird von endlosen Träumen des Todes begleitet. Das ist ja super. Hält die Priesterin dies nicht länger aus, löst sie ihr Körper auf und ihre Rolle als Stütze ist zu Ende. Nur die stärksten Priesterinnen werden unsterbliche Blumen. Das unendliche Leiden macht uns selbst unendlich. So sind wir dazu auserkoren, die Quelle der Schatten zu besänftigen. Naja, scheint ja, glaube ich, nicht so supi funktioniert zu haben, oder? Wenn ich jetzt mal an unsere Oberpriesterin denke, eher nicht so. Oh, Nulla. Das ist doch gut, dass wir hier sind. Warte mal, ich gehe da gleich, richtig hoch. Okay, hier in der Ecke haben wir nichts. In der Mitte des Altars ist ein leerer Platz, als ob dort etwas stehen sollte. Okay, ich schätze. Ich meine.
Werden wir manchmal als Stütze enden? Von wegen auserwählt und so? Weil wir haben ja nicht umsonst unsere Gabe. Wo ich auch nicht mehr weiß, welche die ist, aber wir hatten, glaube ich, eine. Aber ich meine, so ein geiles Leben selbst nach dem Tod ist das auch nicht, oder? Also, oh Scholl, schön. Okay, sie hat schon anscheinend gar keinen Bock. Ich hätte erstmal um die Ecke gehen sollen, ne? Ich gehe erstmal um die Ecke. Irgendwo muss sie sich doch versteckt halten. Wo? Ich wäre jetzt echt davon ausgegangen. Scheint hier, ich würde gerade sagen. So, sagt liegt etwas, das wie ein Mensch aussieht. Ja, das ist wahrscheinlich eine Priesterin. Nein. Ah, Schatten durchdringt das Wasser. Das schwarze Wasser darf nicht überquellen. Das schwarze Wasser ist das Jenseits. Wird das reine Wasser vom schwarzen Wasser Schatten durchdrängt, steht ein großes Unheil bevor. Die Welt der Lebenden wird zum Jenseits. Die Seele aller Sterblichen werden verwesen und diejenigen, die zum Wasser zurückkehren, werden zu Toten. Das schwarze Wasser darf nicht überquellen. Ja, hat ja echt gut funktioniert. Also, ich will nicht sagen, dass das Wasser lässt sich nicht öffnen, möchte ich, okay. Werde nicht sagen, dass das hier unbedingt schwarz ist. Das ist ja so im grünlichen Touch gehalten, aber... Naja, ich kenne ja manche Cutscenes schon. Und ich habe das Gefühl, das ist vielleicht dann doch ein bisschen passiert, durch eine spezielle Stütze, die wir noch kennenlernen werden. Also die ich, glaube ich, immer, was heißt immer, die ich, glaube ich, als Oberpriesterin oder so bezeichnet habe. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Warum so ängstlich? Sollte ich mir Sorgen machen? Hier siehst du da drüben lang. Oh, schön. Warte. Warum latsche ich auch nicht einfach Mio hinterher? Warte mal, ist das nicht unser empfänglich... Nee, vergiss es. Weil ich glaube, das ist unser empfänglicher Raum mit Mio, oder? Wo wir von so vielen angegriffen wurden. Was, wo natürlich nichts passiert ist, aber ich finde es schön, dass sie den Raum vom Prolog mit reingenommen haben. Hä? Sollte ich hier manchmal nicht sein? Ich dachte, es kommt eh einfach nur überprüfen. Nein, es stand da öffnen. Eine verzierte schwarze Kiste sieht etwas anders aus, als die, in der Haruka eingesperrt wurde. Sie ist fest verschlossen. Könnte Mio darin eingeschlossen sein? Die Kamera kriegt's. Okay, vielleicht bin ich dann doch ganz richtig. Etwas auf dem Bild erkennen. Es scheint, als würde Licht aus der Decke strömen. Ja, danke, dass du mir einen Arsch zeigst. Anscheinend ist über mir ein Stockwerk. Der Schatten in der Decke führt dorthin. Also, okay, die Überdachung öffnen. Gut. Weil ich habe jetzt gerade überlegt, die Kiste, hat man die schon mal irgendwie gesehen oder so? Eher nicht. Und dann kann es ja eigentlich bloß die sein, die da steht. Aber vielleicht hätte ich... Ich habe halt gedacht, wenn ich weiter drücke, ne, dass dann wieder alles weg ist. Was halt auch doof ist. Okay, das bringt mir gar nichts. Ich muss also nach oben. Aber bevor wir das machen, ja, ich gehe da mal. Ich gehe da mal hin. Einfach bloß mal. Einfach gucken, ob unsere Freundinnen immer noch da sind, die mit uns unbedingt spielen wollten. So.
Also entweder ist die Tür einfach nur zu und das war. Und das war's. Wir sind mit Sicherheit nicht alle. Nicht nur. Oh, ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt nicht nur die hier. Nein, keine Lust. Ich weiß, dass ihr viele seid. Shit, zu spät. Also wenn es nur zwei sind, okay. Oh, oh. Ah, ich wollte nur. Habe ich es geschafft mit Ausweichen? Ich weiß es nicht. Und die andere. Warum muss die andere unbedingt da, da oben rumbaumeln? Ach, warte mal. Na komm. So. Na toll. Warte. Aber funktioniert schon mal besser, ne? Hat sich das Kampftraining ja gelohnt. War toll. Ist weg. Gehst doch nicht weg. Tschüss. Ah! Okay, die ist weg. Oh, toll. So, welches war jetzt. War das jetzt hier gewesen? Warte mal, ich könnte doch einfach auf die Karte gucken, oder? Okay. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das. Oh. Ich glaube nicht, dass wir das rausschaffen hier auf der Seite. Oder, warte mal. Das war nicht das, wovon wir gekommen sind, oder? Nee. Ich würde sagen, vielleicht bringt mir das hier auch gar nichts. Hätte ich hier immer komplett rumgehen können? So auf der anderen Seite zu oder nicht? Okay, hier ist keine Türe. Ja, weil. Ah! Die Tür ist nun geöffnet. Warte mal, lass mal auf die Karte gucken. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. Scheint aber so, was ist hier? Juckt sie gar nicht? Doch. Ein Altar, der wie eine große Kiste aussieht. Der Deckel formt eine Tür. Ein großes Schlüsselloch ist zu erkennen. Was wohl darin verschlossen ist? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Den Schlüssel finden und sie aufschließen. Ja, du bist super froh. Du bist. Ich meine ja nur, ne? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da irgendwas freilassen, was wir ja. Wo wir vielleicht die Finger von lassen sollten. Aber was haben wir. Naja, andererseits, was haben wir zu verlieren, ne? So. Warte mal, ich wollte gerade sagen, hier geht doch irgendwo Treppe hoch. Wir müssen ja sowieso nach oben. Ah! Und ich. Okay, wie haben wir da überhaupt hingekommen? Warte mal, Treppe hoch. Okay, ich. Wir müssen genau nochmal den Weg zurück, ne? Ja. Ich folge hier einfach mal. Sie ist immer so dramatisch aufmachen muss. Ja, okay, gut. Hier rüber. Ich vergesse halt immer wieder. Warte mal,
Hier bin ich doch auch nicht runtergegangen. Ich will einfach bloß mal gucken, wo wir da sind laut Karte. Okay, ist ein anderes Gebiet. Mir geht es ja hauptsächlich um das, was wir jetzt hier finden, ne? Also solche Sachen. Ich habe einige alte Schriften gefunden. Sie handeln von Weisungen auf dem Hikami-Berg. Die Quelle der Schatten, der Ursprung des Schwarzen Wassers. Um die Quelle der Schatten und so auch das Schwarze Wasser selbst einzudämmen, müssen Reliquiare der Hikami-Berg stützen. Entschuldigung. Priesterinnen reisen vom Schrein der Vergänglichkeit zum Schrein am Wasser auf dem Boot der Überfahrt, um zu großen Stützen zu werden. Särge werden verwendet, damit der Boden des Berges nicht mit Schatten durchtränkt wird. Reliquiare werden verwendet, damit die Reinheit des Wassers erhalten bleibt. Die Gewässer des Hikami-Bergs sind die Quelle der Seele. Das reine Wasser muss beschützt werden. Das schwarze Wasser darf nicht überlaufen. Ja gut, das haben wir ja schon gehört. Hat anscheinend ein paar Mal gar nicht geil funktioniert. Okay, hier ist fette Alpha-Wand am Boot, warum auch immer. Mal gucken, vielleicht können wir außen rum. Wahrscheinlich aber eher weniger, oder? Sie lässt sich nicht öffnen, etwas Magisches, na toll. Aber wir wollten ja wenigstens mal gucken. Sind wir von da? Oder sind wir? Sind wir von hier gekommen? Ich glaube nicht, das wäre mir, glaube ich, aufgefallen. Ah. Bevor ich mich zu früh vorher? Nee, doch, so kommen wir hier hin. Yay, gelohnt. Ich habe jetzt jedes Mal die Hoffnung, dass das irgendwas für die Kamera ist, weil ich glaube, das sieht recht ähnlich aus. Okay. Ganz ehrlich, wenn ich in so ein Gebäude reingehen würde, ich hätte so Schiss, dass ich mich verlaufe oder verirre und nie wieder rauskomme. So, vom Schatten berührt das schwarze Wasser nicht. Solche Dunkelheit lässt dessen Opfer schmelzen und verfaulen. Nur die Willigen, die den Tod willkommen heißen, können diesen Schmerz verkraften. Wir vom Schatten Berührte sind zum Tode bestimmt. Wir tragen die Liquiare und lassen sie im schwarzen Wasser versinken, bis auch wir verwesen. Das schwarze Wasser darf nicht über... Ja, das wird so oft gesagt, ne? Also es muss so essentiell wichtig sein. Okay, ist verschlossen. Kamillenmotiv, also ein Schloss eingebaut. Das einzige Gute ist, und ich werde das natürlich wieder vergessen, wenn ich jetzt mal so Schlüssel finde. Das wird, glaube ich, auf der Karte auch angezeigt. Mit Symbol. Möchte ich. Wisst ihr was? Da können wir eigentlich mal nachgucken. Nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Nee, wird's nicht. Also, mir wird bloß das angezeigt, aber der Rest nicht, okay? Ich wäre jetzt sonst davon ausgegangen, ne? Ich glaube, das war bei Conjuring House so der Fall gewesen. Da wurde es gleich angezeigt. Aber es ist meistens ja hier bloß ein Schlüssel und bei Conjuring House waren es ja mehrere Schlüssel. Warte mal, okay, ich folge hier mal. Ich weiß aber immer noch nicht, ob das wirklich richtig ist. Weil sie müsste ja theoretisch auch die Dings geöffnet haben. Na, die Deckenbeleuchtung. Ja, genau, da zu dem Dings kam ich ja noch nicht. Aber wo kann ich das denn jetzt öffnen? Ich hoffe einfach mal, sie führt mich richtig, weil wir wieder auf dem Weg dahin sind, wo wir schon gewesen sind. Ich muss ja irgendwie Licht darunter. Oder von der Namio finde, ist auch noch die Frage, weil ich würde erstmal nicht unbedingt davon ausgehen, um ehrlich zu sein. So, Vedu latscht jetzt schon wieder runter, da wo wir schon waren. Hä? Ja, toll, das ist... Sie will mich wirklich verscheißern, ne? Jetzt bin ich ja vollkommen umsonst gefolgt. Wo war denn der Raum? War das der Raum? Das war der Raum, ne? Bleibt das denn so? Wieso jetzt Gebirgsfahrt? Warum?
Hä? Wenn ich nach oben drücke, habe ich Gebirgsfahrt. WTF. Erdgeschossgrundstück. Unter dem Schrein. Unter dem Schrein, Saal der Särge. Hä? Weil ich hatte gehofft. Altar des Serbes. Alt. Das ist halt doof. Warte. Weil hier muss ich nach unten drücken, damit ich die Ansicht habe. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Also. Beziehungsweise habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich jetzt hier weiterkomme. Also sie führt mich ja eh wieder zum Dings. Also, aber da wir das ja schon getriggert haben oder herausgefunden haben, was wir theoretisch machen sollen, ist das ja doof. Ja, juhu. Oder war ich hier nicht drinne? Nein, oh, warte, falsche Taste. Aber wie kriege ich... Ja gut, das war mir klar. Es setzt aber wieder zurück, das ist halt ein bisschen doof. Okay, das ist... Nee. Warte. Darauf kann ich mich jetzt auch nicht mehr verlassen. Ich muss halt oben, also in Stockwerk oder... Naja, noch weiter hoch komme ich ja nicht. Deswegen sorry. Gehört aber bei den Spielchen mit dazu. Also ich habe das hier bei Project... Nee. Bei Project Zero schon öfters gehabt, dass man halt immer wieder irgendwie irgendwo rumsuchen musste. Gerade bei den ersten beiden Teilen war das, fand ich, noch wesentlich komplizierter, weil du da... Scheiße, ich glaube, ich habe die Treppe verpasst. Weil du... Oder habe ich die Treppe verpasst? Bin jetzt gar nicht mal so sicher. Hier geht's ja bloß wieder runter. Lol, warte. Nein. Ach doch, hier geht's aber wieder hoch, ne? Also um die Ecke rum wieder hoch. Nee, weil du da komplett im ganzen Dorf rumlatschen musstest. Okay. Lol. Lol. Na, meine Schönheit. Ich wollte gerade sagen, jetzt musst du auch nicht anfangen rumzutanzen. Ach komm. Ich weiß, dass du nicht weg bist. Ja, und natürlich schön aus dem Dings rausgeschissen kommst, ne? Meine liebe Herzensdame. Ich meine, wenn die alleine sind, alles easy peasy, kein Problem. Ja, toll. Okay. Obwohl, naja, wir sollten da vielleicht mal... Warte mal, was haben wir denn hier alles? Ja, komm, Kräuterchen geben wir uns. Bisschen mehr Weihwasser wäre schön, aber ansonsten läuft das. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hoffe einfach mal, dass die Anzeige hier, also dass wenn wir hier hingehen, wo ich gerade schon vorbei bin, dass das übereinstimmt mit dem
Na? Mit der Karte von unten. Wenn nicht, wäre das natürlich ein bisschen kacke, sonst habe ich keinen Orientierungspunkt mehr und muss halt erstmal alles absuchen. Würde dementsprechend wahrscheinlich dann auch einen Cut machen an der Stelle. Oder ist das hier einfach der Schrein? Wow, 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 wow. Alter, hol die Kamera. Hör auf, so doof zu gucken. Hol die Kamera raus, Mann. Entschuldigung. Wo ist er? Oh nein, das ist aber nicht wieder... Nein. Ist das unser Freund aus dem versteckten Haus? Weil ich sehe es bloß so ein bisschen feurig hier. Aber, nee, ist er doch nicht. Ist ein anderer. Warum kann ich... Oh! Ich kann ihn nicht fokussieren. Ah, jetzt kann ich... Ja, toll. Das kann ich fokussieren. Aber ihn... Ich wollte eigentlich seine Büsche fokussieren. Dann machen wir es eben so, mein Freund. Scheiße, ich kann nicht weiter rück. Wenn er jetzt natürlich wieder angesprintet kommt, wäre das scheiße. Lade, 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 lade. Geht doch. Obwohl das eigentlich ging. Also ich muss sagen, die Priester... Sonst war es immer... Oder zumindest im letzten Mal war es so gewesen, dass die Priester immer echt... Hm, waren. Hinter dem Metall eine Art Lugentür. Vielleicht ist die nur rum... Ja. Ich kann sie... Ja, die Kamera registriert etwas. Okay. Ich habe mir nämlich gedacht, okay, vielleicht muss ich da irgendwas reinlegen, damit ich das überhaupt machen kann. Wir hatten das ja schon gesehen gehabt. Der Raum mit der Dings, wo er aus Versehen auch schon ist, was zu erkennen. Jemand steht in einem Raum voller Särge. Okay, ist das denn ein Bild? Eine Person steht auf einem kleinen Boot. Das ist das in der Mitte, glaube ich. Also ich habe jetzt dann... Och nein, jetzt müssen wir drei Dinger absuchen. So, ich kann etwas hinter dem Gitterfenster erkennen, ja. Ich muss diese drei Orte finden. Okay, das kann... Schieße passende Fotos. Das kann vielleicht ein wenig dauern. Weil ich nicht mehr... Warte mal. Kann ich die auf der Karte erkennen? Weil ich jetzt nicht genau im Kopf mehr habe, wo die waren alle. Aber eigentlich müsste... Zimmer des Pensionsgastes. Das hatte ich erst im Blick gehabt. Wird es aber nicht sein. Seil der Laternen. Seil der Grundstück. Dann wird es wahrscheinlich eher hier unten sein, was wir hatten, ne? Ich hatte irgendwas mit Särge. Seil der Särge. Unter dem Schreiben, aber das wird ja doch nicht sein. Also wir hatten was mit Särge gehabt. Gitterfensterflur. Okay, das haben, da haben wir doch schon mal... Ich kann es mir aber nicht markieren, ne? Okay, wir müssen erstmal runtergehen. Aber... Wenn ich das so richtig sehe und ich wahrscheinlich meine Aufteilung gemacht habe, da wir eh jetzt keine großartigen Cutscenes gehabt haben und ich, naja, ich möchte halt wirklich bei den 20 Minuten bleiben und ich glaube, dass das keine Ewigkeit, das gehört halt suchen bei dem Spiel dazu, ne, oder bei der ganzen Reihe. Aber wenn man halt nicht mal nicht so viel passiert, dann ist das halt so. Ein paar Kämpfe hatten wir und sowas. Deswegen würde ich mal sagen, wo sind wir? Korde. Ich glaube, hier drüben würde ich hier anfangen. Unter dem Schrein Pfad der Lebenden. Wir hatten aber was. Unter dem Schrein Kai. Hier müssten wir vielleicht noch hin. Und Raum mit Sarg. Also würde ich mal... Dann ist das doch der hier. Also der, da und da. Würde ich aber sagen, das nehmen wir morgen in Angriff. Und ja... Sag schon mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen zu einer weiteren Folge wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.